Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Uncharted 3 Drake's Deception. So, wir sind hier entführt worden, haben uns aber mittlerweile freigekämpft, haben im letzten Part gut welche gekillt. Ich dachte, es wären alle gewesen, aber ich habe mich geirrt. Irgendwo ist noch einer. Ich habe aber keine Ahnung wo. Und wir müssen jetzt ganz offensichtlich da hoch. Und ich vermute mal, dass unser Weg uns hier lang führt. So. Irgendwo von hier schießt auf jeden Fall noch einer auf uns. Und das ist eher uncool. Aber ich würde gerne wissen, ob sie noch... Sagt wer? Wer sagt das und zu wem sagst du das vor allem? Okay, Granaten kann ich auf jeden Fall... Wow! Okay. Habe ich dich erwischt? Scheinbar. Das ist ja mal mies. Das hat mir jetzt meine ganzen Granaten gekostet. Gibt es hier noch welche? Ich würde noch welche mitnehmen, wenn es wäre. Ja, die nehme ich mit. Die nehme ich auf jeden Fall mit. Die Granaten waren jetzt echt voll verschwendet, aber egal. Wir werden schon noch welche finden. Irgendwie habe ich gerade einen Frosch im Hals. Jetzt wisst ihr was, wir schon noch kurz da unten rein. Ja, da wäre eine Panzerfaust gewesen. Kann man machen, aber das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Hast du eigentlich irgendwas dabei gehabt? Tatsache. Zwei Granaten, abgesägte Schrotflinte und... irgendwas, was ich noch hätte looten können. Ach so, nur das MG. Never mind. Aber hier war... war gerade irgendwo. Und noch eine Granate. Kann ich nicht mitnehmen. Schade eigentlich. Okay, das war jetzt weniger... Was passiert, wenn du meinem Freund Ärger machst? Ach, komm schon. Ich darf doch mal, oder? Okay. Okay, die haben sich selbst ausgenockt. Okay, ich glaube, damit komme ich jetzt gerade hier weiter. So. So. Django. Die übertreiben es echt. So. Wie schaut es eigentlich mit dir aus? War nicht mal so verkehrt. Da sind doch sicher noch irgendwo welche. Kann mir jetzt keiner erzählen, dass hier keine mehr sind. Ich glaube, die gefällt mir besser. Ist hier noch jemand? Will hier noch jemand sterben? Wo kommt die denn her? Irgendeiner muss die doch schlussendlich geworfen haben. Stehen die da einfach lieb und brav an der Ecke? War es das? Ich glaube fast. War ja nett. Da hätte ich einfach eine Granate reinwerfen können. Ja gut, gehen wir weiter. Soll ich mir... Ach komm, ich halte mir die Sniper-Gnade. Hat zwar nur 3 Schuss, aber ist ziemlich effektiv. Das sieht nicht so gefährlich aus. Nein, gar nicht. Gar nicht gefährlich. Kann auch fast nicht schief gehen.
Nate ist aber echt ein knallharter Hund. Also, härter geht fast nicht. Sind da noch irgendwo welche? Okay, da blinkt irgendwas. Okay, der ist down. Deine Munition nehme ich mit. Da sind doch mit Sicherheit noch irgendwo welche. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das jetzt nur die zwei waren. Das kann mir keiner erzählen. Wahrscheinlich muss ich aber erstmal runterspringen, oder? Klar. Bauchschuss. Nein, nein, nein! Und... So. Oh, wie ich die hasse. Wie ich die hasse. So. Der ist erledigt. Ach komm schon. Und da ist eine Granate. Boah, das ist gerade wieder mal so sackknapp. Hui. So. Weg, 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 weg. Okay, ich muss danach hier auf jeden Fall Munition. Den Geruch von Propangas am Morgen. Komm schon, komm schon, komm schon. So. Zerleg dich selbst, du Wichser. Okay, ich brauche auf jeden Fall eine neue Handfeuerwaffe. Irgendwo habe ich doch noch einen gehört. Irgendeiner hat noch was gesagt. So. Einen habe ich auch gerade gesehen. Da ist er. Okay. Fistfight, was soll's. Das lief eigentlich ganz gut. Ah, ich glaube, die ist besser. Okay. Okay, 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 okay. Gesäubert. Also, leicht machen sie es einem hier nicht. Moment. Das könnte gehen. Moment. Ich muss hier was schieben. Aber da hinten sehe ich einen Schatz. Da hinten habe ich irgendwo einen Schatz gesehen. Da blinkt es absolut brutal. Ich mache nochmal eine Etage tiefer. Nee, ist nichts. Okay, dann schiebe ich mal das Ding. Mal gucken, was mir das bringt. Schön. Sollte klappen. Warum war jetzt die Stressmusik? Und warum hat er die Gnade eingesteckt? So. Also da drüben ist auf jeden Fall ein Schatz. Die Frage ist nur, wie komme ich da dran? Das ist jetzt hier die große Frage. Wie komme ich da dran? Alter Schwede, wo ich hier schon wieder rumkletter. Das ist so ungesund, Nate, was du hier machst. Das zahlt doch keine Versicherung. Also eine BU hat der mit Sicherheit nicht. Okay, der Schatz ist auf jeden Fall hinter mir.
Ob ich den Sprung schaffe? Nee, never. Ich hab's mir auch fast gedacht. Aber wie komme ich da dran? Den hätte ich gern. Jetzt nach, vor allem nachdem ich weiß, wo er ist. Den will ich haben, verdammt. Okay, hier lang könnte es. Hier lang könnte es klappen. Mach keinen Scheiß, Bro. Okay. Alter, du nervst mich. Die Steuerung, also gerade bei so filigranen Sachen ist die Steuerung echt nervig. Aber ich will diesen Schatz jetzt haben. Jetzt bin ich zweimal gestorben, jetzt will ich ihn wirklich haben. So. Okay. So weit, so gut. Okay. Leute, ich krieg gleich das Kotzen. Den Schatz hole ich mir, wenn es das Letzte ist, was ich in meinem Leben tue. Leute, das ist echt der Klassiker. Aufnahme ausgemacht, einmal versucht und es hat geklappt. So, jetzt will ich wissen, was es ist. Das, was absolut wert. Türkises Perlenarmband. Was absolut wert. Ach komm, stirb. Einmal geht noch, weil es so lustig ist. Ja, das war's absolut wert, da jetzt 15 Mal zu sterben. So. Okay, mal gucken. Mal gucken, ob sie Sully jetzt wirklich haben oder nicht. Ey, das ist unglaublich. Also der Part, ich weiß nicht, der ist gerade echt wie verhext. Also das ist gerade wirklich wie verhext, Leute. Kann ich da nicht rüberspringen? Das kann doch nicht wahr sein, oder? Klar geht das. Okay, nicht runtergucken. Ja, nicht okay. Runtergucken. Ich habe nur einen Versuch. Naja, wenigstens ist Wasser unten, oder? Ah, man weiß es nicht. Huh. Leck mich am Arsch. Nate, du gehst mir so auf den Sack. Du gehst mir heute so hart auf den Sack. Das kannst du dir nicht vorstellen. Boah. Zurück auf festem Boden. Oder ja, von wegen. Also heute geht er mir wirklich auf den Sack. Ernsthaft? Ach, kommt schon, Leute. Ach, kommt schon. Das könnt ihr doch nicht ernst meinen. Wisst ihr, was das bedeutet? Dass ich ewig und 3 Tage hier klettern darf. Das wird ein Spaß. Danach brauche ich eine Tetanusspritze. Aber sowas von. Okay. Oh, das tat sicher weh. Das tat sicher weh. Den hätten wir vielleicht nach dem Weg fragen sollen. Wie ist denn der da hochgekommen überhaupt? Er ist da unten. Im Auge behalten. Ja, ist okay. Schießt auf mich. Habt schon recht. Noch einer? Da kommt doch jetzt sicher noch eine Welle, oder? Ja klar kommt da noch eine Welle.
War das nur einer? Das wäre fast ein Witz. Und auf der anderen Seite geht's weiter. Schön, vorsichtig. Ja. Cool. Ich vermute fast, dass ich da hoch muss, oder? Oder dahin. So. Einer weniger. Die hat halt ein Zielfernrohr. Was sicher nicht verkehrt ist. Aber die andere hat halt gut reingehauen. Ey, das gibt's nicht. Also, Leute, ich weiß, also ich zock ja heute nicht anders als sonst. Ich weiß heute wirklich nicht, was los ist. So. Okay, der ist down. Komm jetzt raus. So. Noch einer weniger. War's das? Ich hoffe doch. Also diese Kletteraktion. Wichser! Schießt er eiskalt auf mich, während ich hier unten rumhänge. Ja, komm, zeig dir. Sackratte. So eine stinkende Sackratte, Leute. Okay, ein paar Granaten. Feine Sache. Und der ist tot. Muss ich weiter? Das ist echt die Frage. Höher oder wahrscheinlich? Wo ist jetzt der Funkraum? Ja gut, dann gehen wir da weiter. Irgendeiner da, der pimmeln will? Scheinbar nicht. Verstecken bringt nichts. So. Das hättest du mal lieber lassen sollen. Das tat dir mehr weh als mir. Alter Schwede, was für eine Aktion hier. So. Der schießt. Irgend so ein Django von der anderen Seite. Okay, erstmal hier rüber. Oh, leck mich am Arsch. Schießäffchen. Naja, wenigstens eine Trophäe. Wenigstens würdigt man die Arbeit hier. Sind das denn noch viele? Und noch eine Etage höher. Und noch mehr Granaten. In der Regel kein gutes Zeichen, oder? Okay, gleich geschafft. Ha.
Gleich geschafft, sagt er. Ich weiß nicht, ich hege Zweifel. Ich hege gerade ernsthafte Zweifel. Okay, da ist ein Seil. Wie ich das liebe. Okay. Und wir sind oben. Schön. Das ist Ramses Schiff. Ach, das ist Ramses Schiff. Ja gut, gut, dass wir das wissen. Sehe ich da hinten irgendjemanden? Ich würde Ramses gerne von hier aus direkt erschießen. So, ich habe aber keine Ammo mehr. Aber meine Freunde, spielt jetzt eh keine Rolle, denn wir sind schon wieder am Ende des Parts. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Bewertet das Video, schreibt fleißig Kommentare und wie immer, abonniert meinen Kanal. Würde mich megamäßig freuen. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin.